Topfgucker TV empfiehlt. Ja, herzlich willkommen, Restaurant Daniel. Das ist quasi heute eine Sendung aus dem Hochsicherheitstrakt. Wir müssen ja gucken, wie es irgendwie weitergeht. Und ich mache heute auch mal die Notdurft. Das heißt, die Lüftung bleibt aus. Wir machen einfach nur ein Notbrot, nenne ich es mal. Das Schöne ist, es ist ohne Importware. Wir können also Dinge vom Markt, vom Discounter holen. Und schon, gucke, haben wir ein leckeres Abendessen, Mittagessen. Vollwertig ist es auch. Um das zu zeigen, muss ich natürlich den Mundschutz wegnehmen. Aber ich esse es ja auch selber. Und deswegen riskiere ich gar nichts. Wir fangen an. Es reicht also eine einzige Platte. Ob Elektro, Serran oder ist völlig egal. Ich habe jetzt eine Induktionsplatte. Wir fangen damit an und schmieren das Brot. So, einfach von beiden Seiten Butter und dann die anrösten. Ich hatte, glaube ich, seit 30 Jahren nicht mehr so viel Zeit wie gerade eben. Jetzt könnte man theoretisch in Urlaub fahren, aber ja, so weit kommt man ja nicht. Ne? Und deswegen nutze ich gerade die Zeit zu Hause. Und man kann natürlich auch zu Hause in aller Ruhe kochen. Und selbst jetzt das Argument, ich habe keine Zeit zum Kochen. Also hallo, das ist natürlich jetzt nicht mehr akzeptabel. Deswegen verstehe ich nicht, wie man Dosen-Eintöpfe und so einen Mist bunkern kann. Weil hallo, wir haben Zeit, die Discounter sind voll, die Märkte sind voll. Jetzt gibt es also wirklich nur noch Gründe, um selber zu kochen und zu braten. Wir machen also jetzt das Brot. Ich muss schon mal einen Teller bereitlegen. So, braten die an. Weil gebratenes Brot ist einfach der Hammer. So. Und eigentlich wollte ich Knoblauch reinschmeißen, bloß Knoblauch gibt es ja quasi gerade offiziell nicht. Gibt es überall, weil es ist ja, wir leben ja im Schlaraffenland. Deswegen habe ich Bärlauch genommen, grünen Spargel, Eier, Champignon, alles was aus Deutschland kommt. So, wie gesagt, grüner Spargel deswegen, den müssen wir nicht kochen. Na, der Rest wird Gemüsebrühe, den brauchen wir nur braten, Eier, Champignons, die tun wir auch nur klein schneiden. Schwuppdiwupp, das sind ja alles Dinge, das sind nur Handgriffe. Dann wird dann irgendwas Saures passen. Habe ich nicht. Ich habe gelbe Beete genommen, weil Gewürzgurke, ne, muss nicht sein. So, man sieht es schon. Und alle haben jetzt die Ahnung schon, wie lecker es ist. So, und alles wird separat gewürzt. Also wir hauen nie irgendeine Soße drauf, wo dann alles wuppdiwupp passt, sondern Stück für Stück wird alles gewürzt. So. Das wird dann mit Altenburger Ziegenkäse, können wir das bestreichen. Die Hitze wieder runternehmen wieder. So, und jetzt bauen wir quasi unser Brot mit allem, was wir da haben wollen. Und wir fangen an mit etwas Kochschinken. Wird nur kurz gebraten. Gebraten schmeckt einfach besser. Hat mehr Aroma. Man sieht es schon, einfach nur lecker. So. Während das brät, ist das Brot nicht mehr ganz heiß. Und wir machen schon mal dick, fett Ziegenkäse drauf. Also man kann jetzt auch was anderes nehmen, keine Ahnung, eine Käsecreme. Theoretisch auch Butter oder sowas. Oder Avocado wäre eine Lösung. Aber wir wollen ja mal mit Sachen auskommen, die in Deutschland zu Hause sind. Nicht hier aus irgendwelchen anderen Gründen, sondern einfach nur, um so klar zu machen, wir leben so fantastisch, uns geht so gut, auch wenn der ein oder andere LKW gerade mal nicht liefern kann. So, da kommt der Kochschinken drauf. So, das ist natürlich jetzt nichts Heißes, aber das ist frisch und das ist am Ende lauwarm. Wir machen etwas gelbe Beete drauf. Man kann rote Beete nehmen, sauer eingelegt oder Gewürzgurken. Gibt es viele Möglichkeiten. Nur das sind die Dinge, die halten eine Weile und mein Kühler ist noch voll. Weil wir konnten ja nur die wochenlang vorbereiten, dass wir nichts mehr zu tun haben. Hier haben wir auch wieder ein paar Pilze. Wupp. Und wenn es trocken aussieht, gerade bei Pilzen, ruhig noch ein bisschen Butter. Wir müssen ja mit Kalorien sparen. Der Vorteil ist ja, Sport dürfen wir noch machen. Wir können draußen rumschocken wie die Blödis gerade. Dreimal am Tag. Das heißt, wir können Energie verbrennen. Herrlich. So, und wie gesagt, Knoblauch ist eine Wahnsinnssache, aber wäre fatal, weil im Augenblick haben wir einfach mal Bärlauch im Garten stehen oder auf dem Markt. So, nicht zu wenig. Kurz durchrühren. Und alle, die in einem Haushalt leben, haben sich halt einmal jetzt extrem gerne. Bärlauch ist gesund,
gibt es nur wenige Zeit, kurze Zeit im Jahr. Und aus dem Grund sollte man es, wenn es das gibt, auch wirklich genießen. So, der Käse unten drunter. Durch den warmen Schinken ist der sehr geschmeidig geworden. Hat also was von einer Soße. Was nehmen wir pro Nase? 5 Stangen. Dann reichen die schon wieder. So, natürlich seht ihr jetzt, hier verschwindet relativ viel Butter. Aber Fett ist überall drin. Und in Fast Food ist extrem viel Fett drin. Wenn ich jetzt hier selbst das ganze Stück Butter versenken würde, wäre es immer noch gesünder, als irgendwelche Burger und Pizzen zu bestellen. Das kann man mal machen. Aber letztens habe ich an einem Haus gesehen, der brachte gerade Müll weg. Die leben zu zweit. Der hatte garantiert 10 Kisten Pizza in der Hand. Ne? Wo ich sage, Junge, du willst dich umbringen, oder? Weil so kann man nicht leben. Das geht nicht. So, Spargel, wie gesagt, der ist relativ schnell fertig. Wir brauchen nur ein bisschen braten, mittlere Hitze, rucki zucki. Ich mache schon mal die gelbe Beete. Auch ganz kurz temperieren. Weil gesagt wurde, die kommt aus dem Kühlschrank und das wäre jetzt arg kalt. Deswegen habe ich gesagt, okay, die werfen wir mal ganz kurz mit rein. Könnte auch eine Gewürzgurke sein. Aber wie gesagt, wenn wir alles lauwarm haben, frisch gebraten, dann wäre es ja Quatsch, hier irgendwas aus dem Kühlschrank draufzulegen. Und wir haben ja Platz. Und auch hinterher ein bisschen mehr abzuwaschen, Küche zu putzen, ist ja alles kein Problem. Wir haben ja Zeit ohne Ende gerade. Und wichtig ist gerade in der Zeit, gesund leben. Ja? Weil ich glaube, das ist das A und O, dass man einfach gesund essen, gesund leben, Sport machen und das Essen selbst machen. Und das eine oder andere wird dann hinterher mit Sicherheit möglich sein, weil man merkt, okay, das ist gar nicht so einfach, ist gar nicht so schwierig, das geht schnell. Das kann man also auch machen, wenn man dann wieder arbeiten muss, wenig Zeit hat, würde ich mich freuen, wenn der eine oder andere dann ein bisschen mehr selber kocht, weil er einfach bewusster, gesünder lebt. Und das hoffe ich auch von der ganzen Zeit, dass die Leute, die jetzt entschleunigt sind, ich gehe jetzt ja von mir, dass das bleibt, dass wir es einfach beibehalten und sagen, okay, was hat mir jetzt gefehlt die letzten 3 Wochen, das kann man wieder aufnehmen, aber dieses schneller, höher, weiter, das wäre echt schön, wenn das ein bisschen in den Hintergrund gerät und das bewusste Essen, Reden, Telefonieren, die Zeit, Familie und so weiter wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund gerät. Ich brauche noch etwas Butter, weil in der Pfanne werden dann auch nochmal die Eier gebraten. Der ist also nur in Butter gebraten, etwas Salz, je nachdem wie dick der ist, aber der braucht nicht lange. Der bleibt knusprig, aber man könnte ihn auch ganz roh essen. Deswegen muss der jetzt nicht ewig kochen oder irgendwas, das reicht komplett aus. Herrlich. Wunderbar. So, Spiegeleier von unten etwas salzen. Das heißt, damit die weißen Punkte im Ei nicht kommen, wird einfach die Butter etwas gesalzen. So, ein Spiegelei. Ich bin ja ein Freund davon, dass die Eier wirklich gerade so gebraten sind. Das Eigelb muss cremig flüssig bleiben, da haben wir wieder eine Soße dabei. Während die Eier braten, legen wir jetzt hier den Käse drauf, weil der Spargel ist lauwarm, der Käse wird geschmeidig. Und wenn wir jetzt darauf dann die Eier legen, die heißen Eier, schmilzt der Käse nochmal. Und ich sag mal, spätestens seitdem Raclette und Fondue erfunden wurde, weiß jeder, wie sensationell warmer, geschmeidiger Käse schmeckt. Also wir haben jetzt Kochschinken, das kann natürlich auch weggelassen werden, da kann auch Hähnchen liegen. Eier, wir haben Spargel, wir haben Bärlauch, Champignons, wir haben knuspriges Brot, wir haben frische Butter zum Braten genommen. Also ein Haufen Dinge, die gesund sind, die man überall kaufen kann zurzeit. Und wie gesagt, ich habe auch nur eine Platte, eine Pfanne, macht das Essen für 2, aber mit einer etwas größeren Pfanne kann man auch für 4, 5, 6 solche Schnittchen machen. Das ist gar kein Thema. Und mal wieder, hier gehen natürlich 2 Eier kaputt, das ist klar. Am Ende muss ich ja nur 1 fürs Foto haben. Deswegen, der eine kriegt die kaputten Eier, der andere kriegt die schönen Eier. Ich hoffe, ich kann noch 2 retten. Herrlich. Oh, braune Butter. Butter ist nichts Schlimmes. So, wir machen mal ein Testschnittchen mit den kaputten Eiern. So, Bock heiß hier auf den Käse drauf. Und ich liebe das auch Sonntag früh. Gekochtes Ei, Käse, Butter, Brötchen. Das ist eine Kombination. Oh. So, jetzt zählt's. Jetzt muss es ganz drauf. Das wird jetzt das Fototellerchen. Ah, geht. Ei ganz.
Sensationell. Oh. Schön. Reicht, finde ich. Reicht, ne? Es muss nicht immer Dosenerbseneintopf sein. Auch eine Pizza muss nicht immer sein. Es kann auch mal ein frisches, leckeres Essen sein. Ne? Und wie gesagt, also, ja, ich esse das jetzt einfach. Da kann man Leute einladen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de